Unser neues Thema heißt die Renaissance. Schön, dass ihr so viel Interesse zeigt. Ihr werdet jetzt selber was darüber herausfinden. Nee. Können wir in die Bibliothek gehen? Ja, klar. Ich komme mit. Ich auch. In der Antike, also in Griechenland und im alten Rom, dachten einige Menschen schon ganz schön viel nach. Es gab Mathematiker, Architekten, Künstler und Philosophen. Und es war eigentlich schon vieles ziemlich modern. Im Lauf der Zeit geriet dann aber fast alles aus der Antike wieder in Vergessenheit. Erst 1000 Jahre später entdeckten Künstler und Gelehrte die Gebäude und Ideen der alten Griechen und Römer wieder. Die Renaissance begann, die Wiederentdeckung der alten Ideen. Philosophie, Astronomie, Rechtsprechung, Medizin, Architektur. Die Menschen lernten in der Renaissance eine Menge von den Vorbildern aus der Antike. Noch bis zum Anfang der Renaissance glaubten die Menschen, dass die Erde eine Scheibe sei. Die Menschen hatten Angst, irgendwann an einem Abgrund zu kommen und herunterzustürzen. Obwohl griechische Gelehrte schon lange vor unserer Zeitrechnung vermutet hatten, die Erde sei eine Kugel, die sich um die Sonne drehe. Und deshalb war es ein großes Abenteuer, als sich tatsächlich Männer auf lange Seereisen abseits der bekannten Gewässer machten. Auf einer dieser Reisen entdeckte Christoph Kolumbus Amerika. Er nahm an, dass er eigentlich in Indien angekommen sei. Deshalb nannte er die Menschen dort auch Indianer. Er und viele andere Seeleute brachten von ihren Reisen interessante neue Dinge mit, die die Leute in Europa bisher noch nicht kannten, zum Beispiel Kakao, Kartoffeln oder Tomaten. Und die Seekarten wurden von nun an anders gezeichnet. Der Handel blühte auf und die Städte, vor allem in Italien, wurden richtig reich. Hier wurden die Häuser immer prunkvoller. Künstler kamen in die Städte wie Venedig, Rom oder Florenz und verzierten Kathedralen und Paläste mit Malereien und großen Marmorskulpturen. Es entstand eine neue Kunst mit Proportionen, Perspektiven und naturgetreuen Abbildungen. Auf den Marktplätzen in den Städten kamen viele Leute zusammen, um Waren zu kaufen und sich zu unterhalten. Durch die Erfindung des Buchdrucks von Johannes Gutenberg konnten Ideen und Entdeckungen festgehalten werden und waren von nun an für viele Menschen sichtbar, jedenfalls für diejenigen, die schon lesen konnten. Es lebten zu dieser Zeit ganz herausragende Menschen, wie Leonardo da Vinci, die Künstler, Wissenschaftler und Erfinder, alles in einem waren. Er sezierte Menschen, malte die Mona Lisa und zeichnete sogar schon einen Hubschrauber. Und das heißt, er habe auch schon eine Zeitmaschine, die legendäre Machina Temporis, konstruiert, obwohl die Pläne und Zeichnungen dazu bis auf den heutigen Tag nie gefunden wurden.